Hallihallöchen zu der vierten Vlog-Folge beziehungsweise der vierten Advents-Vlog-Folge. Wir werden heute aus dem GT, ich habe schon Vorarbeit geleistet, die Sitze, die da stehen, die GT Sportsitze. Also vom GD die GT Sportsitze. Werden wir heute in den Red einbauen. Ich komme mal ein bisschen wieder mit mehr ins Licht. Werden wir heute in Red einbauen. Und die vom Red, ja, kommen erstmal hierher. Warum Sportsitze? Ganz einfach, das zeige ich euch mal. Sehen zwar dann nicht mehr ganz sauber aus, aber dadurch, dass man hier links und rechts ein bisschen mehr Halt hat als bei den normalen Sitzen. Genau, das ist der einfache Hintergrund des Ganzen. Wir sehen uns nach dem Intro wieder. Bis gleich. Plastikabdeckung ab, sofern das hier noch möglich ist. Ja, ich hätte hier die Hille aufräumen können. So, ich werde euch mal kurz zeigen, was ich hier mit Plastikabdeckung meine. Und zwar ist das diese Plastikabdeckung, die ich hier mit der Hand erstmal abschrauben muss, abnehmen muss. Und darunter haben wir die Schraube und dasselbe Spiel haben wir hier drüben auch nochmal. Genau. Die muss erstmal ab. Hier kann man ja eigentlich schon, wie ich von dem halt eigentlich auch aufbrechen. Hier bewegt sich im Endeffekt eigentlich. Weil hier bewegt sich im Endeffekt eigentlich gar nicht mehr. Dann rausgebrecht. Dann sitzt wieder vor und jetzt ratsche einfach die Schraube. Ich sitze auch noch mal ein bisschen weiter vor. Hier hinten ist eine Mutter, die wir gleich mit ersetzen. Haben wir gleich die Nuss mit abgemacht. Sehr schön. Da ist das hier schon mal locker. Jetzt war die Nuss wieder drauf. Mach mal Schimmel. Machen dasselbe Spiel hier vorne. Geht relativ einfach.
gut machen. Natürlich gucken wir uns auch die Schrauben an, wie die aussehen. Angerostet sind sie hier unten. Wenn ihr euch das mal hier so anguckt, sind sie ganz schön angerostet. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gesehen hat. Aber mal schauen, wie die anderen Schrauben aussehen. Ich nehme jetzt erstmal den Sitz raus, hole den Sportsitz und da tauschen wir erstmal. Da haben wir noch einiges. Immer noch einiges hier in den Sitz hier drin. Und ein Uhu. Natürlich. Gut, raus mit dem Ding. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Schrauben vom GT persönlich, gut abgesehen jetzt von der hier, sehen eigentlich noch völlig in Ordnung aus. Die zwei zumindest hier. Die hier ist auch schon in Mitleidenschaft gezogen, aber die beiden, die sehen noch relativ gut aus. Die werden wir hier auch nehmen. Aber wenn ich mir die beiden mir angucke, würde ich mich dann doch lieber, obwohl es eigentlich gar keinen großen Unterschied macht, würde ich dann lieber die hier nehmen, die noch ein bisschen sauber aus als die hier. Aber naja, ich gehe jetzt erstmal den Fahrersitz holen und schrauben den hier fest. Und hier rein. So. Jetzt sitzt er erstmal. Abgesehen von hier. Genau. Und da. Nehmen wir jetzt erstmal hier die. Gut, das war die falsche Mutter. Nehmen wir erstmal die richtige und schrauben die erstmal hier fest. Und die andere hier drüben. Erstmal soweit handfest. Waschen müssen wir den dann auch noch, aber alles zu seiner Zeit. Den schrauben wir handfest, wenn man mich überhaupt noch hernimmt, kann ich das sehen. Erstmal so weit handfest drehen, wie man kommt. Weil noch fest kommt typischerweise auf. Hier so ein bisschen. Gut, dann müssen wir dann doch eine offene Neuschraube nehmen. Wir wollen ja das Gewinde nicht zerstören. So, jetzt wird was geschraubt. Ich hole nochmal den Bus fest.
Das Einzige, was mich hier ein bisschen ankotzt. Daran. Oder muss ich durch? So. Nach vorne. Ganz nach vorne. Jetzt wird die. Ne? Okay. Die Mutter. Festgeschraubt. Na klasse. Ja, jetzt ist der Anschnallgurt hier defekt. Hätte ich vorher gucken müssen. Naja, kennt man mich anders. Ja, auf jeden Fall. Das heißt dann wohl übel, den Fahrersitz dann nochmal ausbauen, den Anschlaggurt wechseln, den am besten vom Red dann hier dran schrauben und dann den Fahrersitz wieder rein. Soll dann sich kein Thema sein, geht ja relativ zügig. Jetzt mache ich erstmal einen Sitztest. Und sitz relativ hoch. Zumindest habe ich hier wenigstens einen schönen Halt. Das geht steiler nach unten als hier drüben. Genau. Und gewaschen muss er werden. Definitiv gewaschen muss er werden. So, da haue ich den Rucksack mal hier rüber. Und werde mich jetzt an den Beifahrersitz zu schaffen machen. Wir auch da gucken, ob der Anschnallgurt, also der Anschnallgurt noch ganz ist. Ansonsten müsste ich den auch hier von dem hier abmachen und drüben an dem anderen dran machen. Gut, wenn ich hier fertig bin, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Ja, jetzt ist der Anschnallgurt hier defekt. Hätte ich vorher gucken müssen. Ja, kennt man mich anders. Ja, auf jeden Fall. Hallihallöchen. Die Sitze sind jetzt hier drin. Habe ich jetzt hier wunderschön festgeschraubt. Und hier ist noch der alte Anschnallgurt vom Fahrersitz. Seht ihr, dass er kaputt ist? Den habe ich hier noch gewechselt. Sieht man da. Ja, so im Großen und Ganzen sind wir jetzt erstmal mit den Sitzen fertig. Wir werden dann noch hier die Türverkleidungen noch wechseln, genauso wie hier hinten die Verkleidungen wechseln, dass die den Sitzen entsprechend. Und ich würde mal sagen, dadurch, dass es jetzt bis Weihnachten erstmal die letzte Folge war, ich wünsche euch noch ein schönes, fröhliches Weihnachtsfest am Donnerstag. Donnerstag ist der 24. Ne? Muss ich dann nochmal nachgucken. Ja, ich habe gerade nachgeguckt, Donnerstag ist der 24. Wünsche ich euch bis dahin ein schönes Weihnachtsfest, schönen Heiligabend, die schönen Weihnachtsfeiertage. Und da würde ich mich hiermit erstmal verabschieden. Und jetzt im Anschluss kommen noch weitere Glückwünsche von unserem ganzen Team. Ich wünsche euch allen ein gesundes, fröhliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hi Jungs und Mädels, ich wünsche euch eine frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr. Bleibt schön gesund.
Hallöle, ihr lieben Schrauberfreunde. Ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest und dass ihr gut in das neue Jahr 2020 rutscht und von allem das Beste. Genau. Auch von mir, Dennis, dir auch. Hi.